Also ich bin der Carlo Hör und ich komme aus Stuttgart. Ich trainiere beim Thomas Andergassen im Kunst und Forum Stuttgart. Aber angefangen habe ich in Felber Schmieden beim Detlef Schark. Bin dann ins KTF gekommen, wurde dort eingeladen, habe ganz am Anfang bei Valerie Belenki angefangen, der jetzt ja die Großen betreut, unter anderem mit Sebastian Grimmer oder Marcel Nguyen. Und dann bin ich über mehrere Stationen zum Thomas Andergassen gekommen. Erst war ich bei Sascha Otten, der jetzt in Heilbronn unter anderem Liga turnt. Dann bin ich zu Herrn Schrempf gekommen, also Rainer Schrempf. Und dann bin ich jetzt ganz schlussendlich zu Thomas Andergassen gekommen. Ich bin jetzt auch in der 11. Klasse, mache nächstes Jahr mein Abitur. Das wird jetzt ein anstrengendes Jahr nächstes Jahr. Und wohnen tue ich aber auch in Stuttgart-Mühlhausen. Und du bist über die Ergebnisse der deutschen Jugendmeisterschaft in Heilbronn in den Kaderkreis gerückt oder auch durch die Entwicklung danach? Du warst Dritter der Juniorenmeisterschaften, ja? Genau, ich war Dritter im AK 17-18 und ich habe mich da fest qualifiziert. Sprich, ich muss jetzt nicht so wie Nick Klessing, die erste Woche nutzen, um mich als dritter Mann zu qualifizieren, sondern ich war fest nominiert. Sprich, ich hatte ein bisschen weniger Druck, gerade in der ersten Woche, und konnte mich besser jetzt meine Vorbereitung muss ich jetzt ein bisschen anders auslegen. Internationale Wettkämpfe hast du auch schon gemacht im Jugend- und Juniorenbereich. Was bedeutet Tiflis für dich? Ein Riesenhighlight erstmal, so auf dem Ja. Weg zu ferneren Zielen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich das erste große Turnier. Also ich war jetzt zwar mal in Berlin in diesem Junior Team Cup dabei. Da war ich jetzt vor ein paar Wochen in Lugano mal beim Wettkampf dabei. Immer so kleinere. Okay, Berlin ist jetzt schon ein relativ großes Turnier, aber noch nie so Junioren-Europameisterschaften oder so. Und das ist dann natürlich eine ganz neue Dimension, in die ich da reinkomme. Und es ist für mich dann natürlich was ganz Neues, wenn andere Sportarten dabei sind. Was ist für dich der Antrieb, sich als 17-, 18-Jähriger für diese Turnerei zu schinden ohne Ende? Weil das ist ja nicht, wird ja nicht mit links gemacht. Kunstturnen ist ja eine Ja. sehr anspruchsvolle Sportart. Was sind deine Motive? Generell, wenn man Erfolge hat, dann macht es auf jeden Fall enorm Spaß. Also wenn ich jetzt irgendein neues Teil schaffe zum Beispiel, dann bin ich fröhlich und komme nach Hause und habe wieder richtig Spaß. Und ja, es ist halt auch was anderes, nicht wie Fußball, Basketball. Das kann nicht jeder und ich kann von mir sagen, guck mal, was ich kann. Das ist toll und ist einfach eine schöne Sportart. Und das macht einen absolut Ja, smarten Körper, auf jeden wie Fall. man sieht. Wenn die Favoriten in Tiflis kommen, wahrscheinlich aus Russland, aus Großbritannien, wenn Finalchance, wo zuerst, an welchem Gerät? Es kommt natürlich immer darauf an, wenn ich jetzt gut durchkomme, denke ich, Pauschenpferd ist eine Chance. Und wobei Reck wird schwer, aber es gibt eine Minimalchance, sage ich jetzt mal so. Und das sind so die zwei Geräte, wenn ich da sehr gut durchkomme. Je nachdem natürlich, wie die Wertung rauskommt, aber es sind schon welche da. Aber Schwerpunkt liegt wahrscheinlich auf dem Teamergebnis, oder? Auf jeden Fall. Das deutsche Nachwuchsturnen muss nachweisen, dass nach den Jahrgängen vor euch, Hambüchen und Co., neue Jungs da stehen für den kommenden Olympiazyklus. Ja, auf jeden Wo Fall. sind deine Ziele dort in die Ferne geblickt? Ich denke auf jeden Fall erstmal in die Nationalmannschaft kommen und weiß nicht, ob nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen früh und denke mal 2020 so als fernes Ziel, da will ich auf jeden Fall hin. Wenn jetzt so halt alles läuft, verletzungstechnisch natürlich auch, gesund bleiben, klar, aber Olympia auf jeden Fall. Irgendwann will ich da schon hin. Carlo, danke und alles Gute für Tiflis. Dankeschön.